Ja, lieber Herr Balz, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben ja in Ihren ersten Worten gesagt, dass ein bisschen der Bad Guy auf der Tagung hier fehlt, die andere Position vertritt. Meine Fachgesellschaft hatte damals auf die extrem kurzfristige Anfrage des BMJ und die kurzfristig organisierte Anhörung der Grünen eine Stellungnahme abgegeben. Und als Präsident der Fachgesellschaft möchte ich ihm einfach mal kurz erläutern, wie wir zu dieser Stellungnahme gekommen sind. Ich möchte dann ein paar Überlegungen dazu anstellen, wie die Analogie zur Kindesmisshandlung oder das Sprechen von Kindeswohlgefährdung mich in Rage gebracht hat. Das ist der Bereich, wo ich mich sehr viel besser auskenne und was sicher auch mit zu meiner Positionierung beigetragen hat, also in Debatten mit Frau Ruprecht zum Beispiel und so weiter, und wie vielleicht auch der Gesetzgeber motiviert werden könnte, sich das ganze Konstrukt von § 1631 nochmal anzuschauen, weil es war ja auffällig, wie schnell eine Lösung gesucht wurde, sodass eigentlich gar keine Zeit für eine Debatte da war. Ich finde es ein Gebot des wissenschaftlichen Anstands, dass man sich wirklich, wenn es sowas zu debattieren gibt, auch stellt und auch Positionen darstellt und kontrovers diskutiert. Ich finde es deshalb auch sehr schade, dass das BMJ und viele Juristen, die die andere Position vertreten haben, hier heute nicht präsent sind. Sie wissen, ich habe Ihnen spontan sofort zugesagt, weil ich Sie auch persönlich sehr schätze und aus dem Bereich, wo wir uns kennen, im Engagement gegen sexuellen Missbrauch, einfach auch Ihre differenzierte Sichtweise und Ihre wirklich sehr wertschätze, und es ist mir wirklich ein Bedürfnis gewesen zu kommen. Üblicherweise zeigen wir in unserer Fachgesellschaft, das haben wir auch mal beschlossen mit unserer Ethikkommission, unsere potenziellen Interessenskonflikte, also wer unsere Forschung fördert. Hier geht es vielleicht eher um andere Interessenskonflikte, und ich habe das ja schon mal angesprochen. Also ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an, familiär, meine Frau hält unsere Position für absurd. Wir haben das auf dem Rückflug aus Boston gestern noch mal ausführlich diskutiert. Also es ist nicht so, dass ich mit dem Thema sehr stark emotional verbunden bin, sondern uns flatterte diese Anfrage herein, wie eigentlich jede zweite Woche was in der Fachgesellschaft. Und man versucht dann schnell in die Literatur zu gehen und eine Stellungnahme zu der Frage, die an uns gestellt wird, quasi abzugeben, wie das im parlamentarischen Umfeld üblich ist. Das war diese Stellungnahme, die wir abgegeben haben. Und da uns dieses schnelle Verfahren ein bisschen auch Bauchschmerzen bereitet hat, haben wir diese Stellungnahme unserer Ethikkommission, die aus den drei Kindern und Jugendlichen psychiatrischen Fachverbänden besteht, nochmal zugeschickt und haben die gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Und kritisiert wurde im Prinzip, dass wir zu eindeutig im Prinzip uns pro positioniert haben durch die Ethikkommission und dass wir mögliche psychische Belastungen und Traumata zu wenig betont haben. Also ich werde ein bisschen was zur medizinischen Dimension sagen, aber da kommen nachher Experten, die fachlich dazu sehr viel mehr sagen können. Dann zur Dimension der Verrechtlichung. Dann komme ich zu diesem Kernpunkt, der mich damals so aufgeregt hat. Die Dimension der Skandalisierung als Kindeswohlgefährdung, die auch zu einem absurden Satz in der Norm geführt hat. Auf den möchte ich auch nochmal hinweisen. Da kommen wir dann gleich dazu. Und dann diese Frage, die ich mir gestellt habe, Eltern als beste Garanten oder Surrogat-Decision-Maker, wie es im Englischen heißt, versus kategorisch zu schützende Rechte, auch beim Kind. Da komme ich auch zum aktuellen Beispiel aus der Psychiatrie, was vielleicht auch mit Anlass sein kann, dass man die Thematik nochmal aufgreift. Als wir diese Anfrage hatten, haben wir schnell eine Literaturrecherche gemacht mit den hier genannten Keywords. Und um Ihnen zu zeigen, ob das jetzt heute sehr viel anders ausgegangen wäre, habe ich sie jetzt nochmal wiederholt für diesen Vortrag und habe nochmal recherchiert, hat sich in der Literaturlage was geändert. Und wenn man zu psychischen Belastungen und Traumafolgen in den international anerkannten medizinischen Datenbasen schaut, also nicht, was alles publiziert wurde, sondern was peer-reviewed publiziert wurde und in diesen Datenbasen aufgenommen wurde, dann kann man zuerst mal feststellen, ich habe es mit dem Pfeil markiert, dass es zur Gnadenbeschneidung relativ wenig Literatur gibt. Alle Treffer, also zu den psychischen Folgen,
sind unter ein Viertel, ungefähr ein Fünftel. Das ist noch weniger geworden, weil mittlerweile auch zur weiblichen Genitalverstümmelung noch mehr publiziert ist zu den psychischen Folgen. Letztendlich waren das 2012, als wir die Stellungnahme abgegeben haben, 3 Artikel. Heute sind es 4. Das ist eigentlich eine Datenbasis, auf der man kaum eine Aussage treffen kann. Also der erste Punkt, den man eigentlich sagen kann, ist, man braucht deutlich mehr Forschung. Die einzige Übersichtsarbeit, die mehrere Studien auch mit mehr oder weniger wissenschaftlichen Kategorien einschloss, war die von Boyle, aber auch da keine Kontrollgruppe. Also wir haben eigentlich nicht die üblichen Materialien, die wir sonst bei Leitlinienentscheidungen und so weiter haben, wenn wir in medizinischen Fachgesellschaften uns positionieren. In der Debatte wurde einerseits die körperliche Dimension diskutiert. Da kann ich wenig dazu sagen. Da spielten dann scheinbare medizinische Indikationen eine Rolle. So wie wir die Literatur gesichtet haben, hatten wir den Eindruck, dass wenigstens in unseren Breiten es keine medizinische Indikation gibt für eine präventive Beschneidung, dass da auch also präventive Indikationen, die immer wieder angeführt werden in der amerikanischen Literatur, dass letztendlich die Datenbasis dafür nicht ausreicht. Wir hatten auch den Eindruck, dass imperative Kontraindikationen selten sind, dass es relative Kontraindikationen gibt und dass die Komplikationsrate relativ niedrig ist, aber da wird Herr Kupferschmidt nachher noch was dazu sagen. Wir hatten damals keinen Einblick in Kick-Survey genommen zu den Daten, ja, also, sondern haben das nur in der Literatur geschaut. Wenn man die psychischen Folgen anschaut, gibt es einiges an Literatur zur Identitätsstiftung und wie Kinder aufwachsen müssen und wie sie auch quasi zu einer Religionsgemeinschaft zugehören müssen, wie Riten und so weiter wichtig sind, soziale Gruppenzugehörigkeit, Vorstellung vom Wertekontext ist wichtig für eine Kindererziehung. Aber wir haben auch verschiedene Einzelberichte damals erwogen und diskutiert im Vorstand der Fachgesellschaft, vor allem von rituellen Beschneidungen im muslimischen Kontext, wo der Junge überrascht war eigentlich von dem Ganzen und das Ganze als extrem peinlich erlebt hat. Was uns auch in unserer Stellungnahme, was leider nicht berücksichtigt wurde, sehr stark dazu geführt hat, in Analogie zur medizinischen Forschung, nicht nur den Consent der Eltern, sondern ein Assent des Kindes, der nicht rechtsverbindlich sein kann, aber eine Zustimmung und eine Aufklärung des Kindes zu fordern, sobald es aufklärungsfähig ist. Wir haben betont, dass es unabdingbare medizinisch definierte Rahmenbedingungen geben muss und müssen heute feststellen, die gesetzliche Regelung ist da weit dahinter zurückgeblieben und ist sehr unbestimmt geblieben. Unsere Einschätzung war, und die ist riskant auf dieser Datenlage von der psychischen Seite her, ist es nicht stärkerer Harm als andere medizinische Eingriffe, die Alltagseingriffe sind und psychisch chronisch in der Regel keine bleibenden Schäden. Es gibt Einzelfallberichte zu psychischen Belastungen, aber keine belastbaren Daten, die das quantifizieren ließen. Ich habe es dargestellt und ich habe hier nochmal die 2 Stellungnahmen pro Stellungnahmen der amerikanischen pädiatrischen Fachgesellschaft. Also unsere zusammenfassende Stellung war damals, und das war ja die zentrale Frage, die gestellt war, weil Frau Rupprecht das auch sehr stark gepusht hat, ist die Beschneidung eine Kindeswohlgefährdung? Und haben wir gesagt, das ist keine Kindeswohlgefährdung, da gehe ich gerade noch mal stärker drauf ein. Die Eingriffsschwelle, die wir bei Kindeswohlgefährdung definiert haben, den Paragraphen 1666 im BGB, passt hier überhaupt nicht. Wir haben aber auch auf eine differenzierte Betrachtung quasi unterschiedlicher Situationen in unterschiedlichen Altersgruppen hingewiesen und vor allem die Beteiligung der älteren Kinder und ihre Informationsbedürfnisse. Wenn man sich das jetzt mal rechtlich anschaut, ist es eigentlich üblich, dass Eltern, und zwar in einer naturrechtlichen Vorstellung, als ein natürliches Recht die Entscheidungen ihrer noch nicht entscheidungsfähigen Kinder ersetzen. Und ich denke, Schleiermacher hat das schon früh sehr gut beschrieben, dass ich eigentlich ein Kind nicht
als Tabula rasa von Vorstellungen, auch von religiösen Überzeugungen und so weiter, freihalten kann, sondern es bildet seine Autonomie da heraus, dass es selbst seinen Willen erkennt und den gegenüberstellt mit den Haltungen und Meinungen der Gesellschaft und dann selbst was entwickelt. Aber quasi eine Determinationsentscheidung in Bezug auf religiöse Erziehung zurückzuhalten, gerade wenn Eltern überzeugt sind, dass dieser Eingriff dem Seelenheil oder der Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft des Kindes entspricht, halte ich für was sehr, sehr Problematisches. Das macht aber die Intention quasi der Beschneidungsentscheidung zum Beispiel jetzt bei religiösen Juden zu einer völlig anderen als bei einer Misshandlung. Ja? Also es ist eine Intention, wo man eigentlich dem Kind, was der eigenen Überzeugung, die mag falsch sein, aber der eigenen Überzeugung entsprechend, was Gutes tun will, nämlich, dass er in dieser Tradition aufwachsen kann. Wenn wir ins BGB schauen, dann steht da eindeutig, und es gibt sehr viel Rechtsprechung zu medizinischen Entscheidungen, dass die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln diese Elternrechte einschränkt. Das wäre zum Beispiel bei der Beschneidung der Knaben im muslimischen Kontext meistens nicht sehr früh, sondern im Schulkindalter ein Punkt, den wir sehr stark eingefordert hatten, der berücksichtigt werden muss. Diese Kinder müssten über die Folgen informiert werden und auch nicht verbal artikulierter Widerstand müsste berücksichtigt werden, ähnlich wie es in der medizinischen Forschung ist, wo man auch beides braucht, die Zustimmung der Eltern, aber auch den Assent, also die nicht rechtskräftige Zustimmung der Kinder. Mit dem Punkt sind wir überhaupt nicht gehört worden, der war uns aber sehr, sehr zentral. Das habe ich eigentlich schon erwähnt. Wenn wir jetzt uns den Paragraph 1631 BGB, in dem das Justizministerium die Lösung quasi für das Problem platziert hat, anschauen, wird zunächst einmal in dieser Norm generell die Personensorge beschrieben. Und es ist die Frage, kann eine Beschneidungsregelung innerhalb der Regelung zur Personensorge getroffen werden? Oder gehört die Beschneidungsfrage hier rausgenommen als eine von Eltern nicht entscheidbare Frage, mit der man Eltern auch gar nicht belasten kann, sondern wo der Staat kategorisch sagt, das geht nicht. In der gleichen Norm ist ein Beispiel für so eine Lösung, nämlich für die Sterilisation. Ja? Ich gehe das mal kurz mit Ihnen durch. 31a ist für uns jetzt weniger relevant, das ist Ausbildung und Beruf. 31b kennen wir als Kinder- und Jugendpsychiater sehr gut. Das ist die Erlaubnis an die Eltern, ein Kind notfalls auch mit Zwang unterzubringen und behandeln zu lassen. Das heißt, die geschlossene Unterbringung oder Zwang in der Psychiatrie, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wird über diese Norm von den Familiengerichten genehmigt. Das hat den Vorteil, dass es quasi keine Zwangseinweisungen im polizeirechtlichen Sinn sind, sondern eigentlich erzieherische Maßnahmen, wo bloß den Eltern erlaubt wird, diese Freiheitseinschränkung vorzunehmen. Und diese Bedingung, dass eine Erlaubnis des Gerichtes vorliegen muss, wird damit begründet, dass ein höheres Rechtsgut, nämlich die Freizügigkeit quasi, dadurch ja massiv eingeschränkt wird und dass das nicht eine Elternentscheidung allein sein kann. Im Kontext dieser Norm gab es in den letzten Monaten Rechtsprechung des BGH, der Elternrechte massiv ausgeweitet hat und was mich als Psychiater sehr stark beunruhigt. Die Liga für das Kind hat gerade so ein Themenheft gemacht, wo es um verschiedene Fragen der medizinischen Einwilligung geht. Und da habe ich auch ein bisschen was dazu geschrieben. Da sind aber auch mehrere Artikel zur Beschneidung drin. Und das Problem dieser Entscheidung ist, dass in der Psychiatrie in Notsituationen natürlich auch Einschränkungen vorkommen. Wir haben in unserer Klinik, Herr Kupferschmidt weiß es, keine Time-Out-Räume oder Zellen oder irgendwas, aber in vielen Kliniken existieren die noch. Wir versuchen das durch Personaleinsatz zu regeln. Wir haben in den 13 Jahren, die Klinik jetzt besteht, 7-mal fixiert. Das ist auch im Vergleich zu anderen Kliniken extrem wenig. Nur um Ihnen deutlich zu machen, dass mir die Berücksichtigung der Rechtsposition von Patienten was sehr, sehr Wichtiges ist. Das bedeutet aber immer auch Personaleinsatz. Man muss sich da dann personell wirklich engagieren.
Aber es kommt zu Festhalten, es kommt zu Gabe von in akuten Zuständen, wenn die Polizei jemand tobend anbringt und der sich umbringen will, auch zu Zwangsmedikation. Also Zwang ist von bestimmten Formen der Akutpsychiatrie nicht zu vermeiden. Hier scheint mir jetzt diese BGH-Entscheidung zu 1631b bedenklich, wo gesagt wird, wenn nicht die Tür abgeschlossen ist, können in alle anderen diesen Zwangsmaßnahmen die Eltern einwilligen. Und hier geht es um die nächtliche Dauerfixierung eines Kindes mit sehr starken Bewegungsdrang, mit einem möglicherweise autistischen Hintergrund, ist aber noch nicht mal ganz klar. Und da ist den Eltern gestattet worden, diese Dauerfixierung in der Einrichtung zu genehmigen. Man hat gesagt, es braucht keine gerichtliche Entscheidung. Ich finde das Festschnallen an einem Bett den viel größeren Eingriff jetzt als quasi in einer Station zu sein, wo vorne die Tür zu ist. Ja? Aber auch da wurde begründet, dass es ein Naturrecht der Eltern ist, solche Entscheidungen zu treffen und dass es hier keine gerichtliche Kontrolle braucht. Solche Entscheidungen werden in Deutschland zu Zehntausenden gefällt. Ich habe hier mal die Statistik. Und diese Entscheidungen sollen dem Kindeswohl im Prinzip dienen. Dann der 1631c, Verbot der Sterilisation. Hier ist genau die andere Regelung getroffen als bei der Beschneidung. Hier hat man kategorisch gesagt, Sterilisation des Kindes kann weder das Kind, selbst wenn es die Zusammenhänge versteht, also ein Jugendlicher, ein 16-Jähriger, kann nicht in die eigene Sterilisation einwilligen, sondern erst ab dem Volljährigkeitsdatum. Und die Eltern können das auch nicht. Das heißt, in der gleichen Norm ist eine Regelung quasi völlig konträr zu der Beschneidungsregelung getroffen worden. 1631d ist jetzt die Regelung zur Beschneidung des männlichen Kindes. Da wird dann gesagt, die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Und dann kommt dieser absurde Satz, der damaligen Debatte geschuldet ist. Und da bin ich auch den Verbänden der Kinderärzte ein bisschen böse, weil die auch sehr stark die Kinderschutzseite betont haben und Kindeswohlgefährdung. Dann kommt, dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird. Wenn einer im Saal den Satz versteht, bin ich dankbar für Hinweise. Wir hatten das im Gesetzentwurf massiv angeprangert, aber man wollte quasi der Seite der Bedenkenträger Rechnung tragen, indem man so eine Lehrformel hineingeschrieben hat. Warum finde ich das unsinnig? Es ist eine deklaratorische Klausel, die gar keinen Schutzzweck erfüllen kann. Aber wenn man mal anguckt, wie Kindeswohlgefährdung in unserem bürgerlichen Recht definiert ist, dann hat der BGH schon in den 50er Jahren gesagt, Kindeswohlgefährdung ist eine gegenwärtige, in einem solchen Maß vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussagen lässt. Und Sie haben ja vielleicht dieses Buch, was auch ein Skandal ist, Deutschland misshandelt seine Kinder, gesehen oder gelesen. Das Buch ist natürlich überzogen, aber was faktisch stimmt, wir haben Fälle von schwerster Misshandlung mit Verstümmelung, mit Nachschütteln, wirklich schwerster Behinderung, wo hinterher keine weitere Kindeswohlgefährdung festgestellt wurde, weil das immer eine Prognosefrage ist. Es wird also nicht die Tat beurteilt, wie im Strafrecht, sondern im Zivilrecht geht es darum, ist die weitere Entwicklung jetzt gefährdet? Und wenn ich die Befunde jetzt nochmal anschaue, die ich Ihnen eingangs gezeigt habe, kann ich nicht sagen, dass die weitere Entwicklung des Kindes, wenn die Beschneidung erfolgt ist, eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussagen lässt. Und insofern kann in diesem Sinne, in der Prognosefrage, was heißt es für die weitere Entwicklung des Kindes, nicht von der Kindeswohlgefährdung gesprochen werden. Und die Konsequenz, wenn man so argumentiert hätte wie Frau Rupprecht damals, hätte es ja geheißen, man hätte den Kindern dann staatlich, den Eltern die Kinder wegnehmen müssen, ja, zu ihrem Schutz. Und das hätte ich völlig unverhältnismäßig gefunden. Deshalb fand ich diese Argumentation im Kindeswohlgefährdungskontext völlig falsch. Und Sie sehen am Beispiel der 12 Stämme, ich weiß nicht, wer von Ihnen von dieser Sekte gehört hat, das war ja durch Privatfernsehen dann skandalisiert worden. Jugendamt hat sehr lange
aus meiner Empfindung nichts gemacht und hat dann überreagiert und hat wegen dieser rituellen Züchtigung, die diese Leute aus religiösen Überzeugungen machen, wer sein Kind liebt, züchtigt es, eine Großzahl aller Kinder wegen der Kindeswohlgefährdung herausgenommen. Darunter waren Säuglinge, die noch gestillt wurden und die auch in dieser Sekte gar nicht gezüchtigt wurden. Und selbst wenn sie so rituell 2-3 Mal geschlagen würden, würde ich immer noch fragen, wie ist es von der Verhältnismäßigkeit? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will solche Praktiken nicht billigen. Ich halte es für völlig unsinnig. Aber die Frage, welchen Schaden ich durch eine staatliche Intervention anstelle, wenn ich eigentlich Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen, aber eine irre Überzeugung haben, dann von diesen Kindern trenne und in staatliche Erziehung bringe, wo die Kinder auch massive Gefährdungen haben, ja, das ist für mich einfach unverhältnismäßig. Und das war für mich damals ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dieser Argumentation. Also, schauen wir nochmal diese Skandalisierung als Kindeswohlgefährdung an. Das Kölner Urteil hat sich ja bezogen auf die UNKRK, wo steht, die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Maßnahmen, um überlieferte Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, abzuschaffen. Wenn man jetzt Schädlichkeit bei der weiblichen Genitalbeschneidung ist von der Datenlage sehr gut belegt. Ich denke, dass hier die Datenlage einfach eingegrenzter ist. Und ob das ein schädlicher Brauch für die Gesundheit ist, mag ja nachher auch noch ausführlicher diskutiert werden. Interessant finde ich die Stellungnahme der Liga, die auch in dem Heft hier mit verbreitet wird, wo gesagt wird, man könnte eigentlich eine Lösung vielleicht im Strafrecht finden, ähnlich der Abtreibungsregelung und ähnlich wie es eigentlich die Sterilisationsregelung früher war, nämlich dass man es nicht regelt und eine Straffreiheit garantiert bei religiös motivierten Entscheidungen, wenn bestimmte Kautelen eingehalten werden. Aber dass man doch deutlich macht, das bleibt eine Körperverletzung wie jeder medizinische Eingriff. Artikel 3 UNKRK ist das Maßstab des Wohlergehens des Kindes. Artikel 12 sind die Beteiligungsrechte, das habe ich schon sehr stark betont. Wichtig wäre zum Beispiel für eine, sag ich mal, aufgeklärte Beschneidungspraxis, auch für das Schulkindalter, Broschüren, die Kindern, dann islamischen Kindern erklären, was die Beschneidung bedeutet, welche Schmerzen damit verbunden sind. Dass man sowas machen kann, haben wir zum Beispiel für die psychiatrische Behandlung gemacht bei uns in der Klinik, indem wir einen Comic entwickelt haben. Der ist mittlerweile 1000-fach nachgefragt worden, weil es sowas eigentlich nicht gibt. Wo man einfach mal in einer kindgemäßen Art erzählt, was da passiert. Weil Kinder haben andere Informationsbedürfnisse und Aufklärungsbedürfnisse als Eltern. In den Kinderrechten steht aber auch die Gewissens- und Religionsfreiheit. Und auch da finde ich es bei der Bekenntnisfreiheit eigentlich schon verständlich, dass man quasi juristisch das als eine naturrechtliche Gegebenheit sieht, dass die Eltern zunächst mal über die religiöse Determination des Kindes entscheiden. Es wurde auch mit dem Ordre Public argumentiert und ich denke, dass diese religiös motivierten Entscheidungen sozial adäquat sind und nicht dem Ordre Public widersprechen. Am ehesten zu diskutieren ist die Frage der negativen Gesundheitsfolgen, aber da sind sich die Experten halt auch sehr, sehr uneinig. Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung, habe ich schon gesagt, passt hier sicher nicht. Zu beachten ist noch der Artikel 30, Minderheitenschutz. Und es trifft zum Beispiel auf die jüdische Minorität bei uns zu. In Staaten, in denen es ethnische, religiöse und sprachliche Minderheiten oder Ureinwohner gibt, darf ein Kind, das einer solchen Minderheit angehört oder ein Ureinwohner ist, nicht das Recht vorenthalten werden, in Gemeinschaft mit anderen Angehörigen seiner Gruppe seine eigene Kultur zu pflegen, sich zu seiner eigenen Religion zu bekennen und sie auszuüben und seine eigene Sprache zu verwenden. Für mich war das eine ziemlich unerträgliche Vorstellung, dass Jugendämter wegen einer Kindeswohlgefährdung Beschneidung aus jüdischen Familien, ich weiß, es sind nur 100 Fälle in Deutschland, Kinder herausnehmen zu ihrem Schutz und im Heim platzieren, damit sie nicht beschnitten werden können. Also wenn man sich allein diese Situation vorstellt, das hätte ich ziemlich absurd gefunden. Seltsamerweise hat das BMJ in seiner Begründung für den Gesetzesentwurf geschrieben, die Regelung sei keine Sonderregelung für religiös motivierte Beschneidungen. Da habe ich es überhaupt nicht mehr verstanden. Weil mir ging es eigentlich nur um die religiös motivierte Beschneidung und über die Dilemmata, die ich gerade angesprochen hatte. Und wenn Sie die Fristen ansehen,
die Säuglingsbeschneidung quasi für die Juden ermöglichen soll und so weiter, ging es natürlich in der Debatte einfach nur um die deutsche Vorgeschichte und ging es um religiös motivierte Beschneidung. Also das ist völlig irrig. Ja? Es hat ja von der Staatsanwaltschaft in Berlin auch Befragungen zum religiösen Bekenntnis gegeben, um herauszufinden, ob die Leute wirklich religiös überzeugt sind. Auch das geht natürlich nicht mit Blick auf unsere Verfassung. Ich komme zum Schluss mit der Erwägung zur Position der Eltern. Wenn man jetzt nochmal die Entscheidung zu 1631b herannimmt, dann argumentiert der BGH mit Verfassungsgerichtsentscheidungen, dass solche Entscheidungen natürliches Recht der Eltern sind. Eltern können grundsätzlich frei von staatlichen Eingriffen nach eigenen Vorstellungen darüber entscheiden, wie sie die Pflege und Erziehung ihrer Kinder gestalten und damit ihrer Elternverantwortung gerecht werden wollen. Und dabei wird, und eine weitere Entscheidung des Verfassungsgerichts, dabei wird sogar die Möglichkeit in Kauf genommen, dass das Kind durch einen Entschluss der Eltern Nachteile erleidet, was im Fall der Beschneidung ja sein kann, wenn es zu negativen Folgen des Kindes führt, die im Rahmen einer nach objektiven Maßstäben getroffenen Erziehungsentscheidung vielleicht vermieden werden könnten. Also das Verfassungsgericht zieht da einen sehr, sehr weiten Rahmen für die Elternentscheidung und sieht das völlig anders, wenn man es vergleicht mit dem Erwachsenenbetreuungsrecht, wo ein vom Staat ernannter Betreuer sehr viel eingeschränktere Befugnisse hat. Deshalb geht diese Gewaltdiskussion und Zwangsdiskussion der Erwachsenenpsychiatrie und Kinderpsychiatrie im Moment auch in völlig andere Richtungen. Ja, weil man den Eltern alles zugesteht, weil man sagt, das ist naturrechtliche Position, während man dem Amtsbetreuer sagt, er hat unter Kontrolle zu handeln. Dieser Zusatz ist wirklich unsinnig. Man hätte den Kindesbedürfnissen nach Aufklärung durch eine Formulierung in der Norm Rechnung tragen müssen. Es gibt das Verbot entwürdigender Erziehungsmaßnahmen, es gibt das Gewaltverbot, also eine nicht motivierte Körperverletzung, gerade wenn sie dann auch noch nicht mal religiös motiviert ist. Und ein Eingriff ohne Indikation ist seit der Rechtsprechung des Reichsgerichts eine Körperverletzung, ist in unserem Rechtsrahmen, denke ich, nicht zu legitimieren. Für mich ist wirklich die Debatte, die uns auch stark motiviert hat, die religiöse gewesen. Ich komme zu meinem Fazit. Jahrzehnte nach dem Holocaust ist die Beschneidungsfrage nicht ohne historisch motivierte Emotionen diskutierbar. Dies hat für mich auch erklärt, warum Parlament und Öffentlichkeit so unter Druck standen, so schnell reagiert haben und warum das ganze Verfahren so durchgepeitscht wurde. Was uns im Vorstand damals sehr stark bewegt hat und was wir in unserer Stellungnahme auch in Debatten mit den Pädiatern dann immer wieder betont haben, wollt ihr, wenn ihr das als Kindeswohlgefährdung betont, die Leute in die Klandestinität treiben, wollt ihr, dass die Beschneidungen dann in der Türkei gemacht werden, vielleicht ohne jegliche medizinische Kautelen? Das war schon was, was ich sehr, sehr, sehr problematisch fand. Der Vergleich ist im Prinzip unverhältnismäßig mit der Kindeswohlgefährdung. Auch das ganze Repertoire, was wir zum Kinderschutz haben, passt nicht. Also Paragraph 8a im Kinder- und Jugendhilfegesetz und so weiter. Insofern sollte man das, glaube ich, auch in der zukünftigen Debatte trennen. Und ich komme zum Schluss. Vielleicht wäre es sinnvoll, dieses Potpourri, welches im Paragraphen 1631 aufgeführt ist, von der schulischen Ausbildung über die Sterilisation, über die Beschneidung und die Unterbringung mit Zwang in der Psychiatrie, insgesamt nochmal aufzugreifen und zu überlegen, was sind Dinge, die Eltern vernünftigermaßen ohne Kontrolle entscheiden können und wo sollte der Staat automatisch Kontrollmechanismen einfordern, sind da die Grenzen vernünftig gezogen und ist es nicht vielleicht doch besser, so wie es die Liga vorschlägt, eine Ausnahmeregelung innerhalb des Strafrechts zu treffen. Nur was ich vermeiden wollte, ist im Prinzip, dass wir wirklich Eingriffe in Elternrechte haben aufgrund von einer Argumentation im zivilrechtlichen Bereich und Eltern das Kind wegnehmen, weil sie eine Beschneidungsentscheidung getroffen haben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.